Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic 2. Aha, ich sehe irgendwo Leute rumstehen. Die werden dann wahrscheinlich auf mich warten. Demnächst ist auf jeden Fall immer noch Blut. Aha, hier stehen sie. Ich speichere mal, ne? Man weiß ja nie, was die von einem wollen. Oh, ich bin nicht zufrieden. Und woher kennt ihr mich? Yatuka uwan rika chotin wani maurata wakata chi luma lizba. Kavadumpa mo wendido chokerembi norta kunyun wischa wakachuba. Sura dachi morotuko kansa. Ah, na gut. Wir können es ja mal probieren, wie es läuft. Ich glaube, nicht gut für dich. So, du... Ah, hier stehen ja auch noch ein paar rum. Ich sag direkt töten, weißt du, direkt töten hier, was soll's, direkt töten. Wow, und du ballerst die einfach kaputt. Passt schon. So, und dann greifen wir dich natürlich an, ne? Klar. Oder wir greifen dich an, ist auch okay. Ist auch nichts dagegen. Angriff? Danke. Ich werde mal eben Gegner machen, glaube ich. Oh, ist ein Level aufgestiegen. Geil. So gut, die anderen sind ja nur Formalität, würde ich sagen. Mal ganz kurz Pause machen. Und hier sind immer noch ganz schön viele am Leben, ey. Meine Güte. Machtblitz. Machtblitz. Dann machen wir alle Angriffe weg. Alter, was geht denn hier? Lichtshow. Geil. So, ich glaube, du machst das ganz gut. Mehr oder weniger. Ich muss die ihn ja mitnehmen, sonst komme ich ja nicht auf diesen Planeten. Und ja, wir greifen jetzt die einfach weiter an, würde ich sagen. Ne? Heilen noch ein bisschen und dann geht's da aber wieder auf die Fresse. Ne? Wird ja auch mal Zeit. Ja, tot. Tot. Halb tot. Ganz tot. Fast ganz tot. Ganz tot. So. Schöne Sache. Es war ein Spaß. Lebenserhaltungskit, Ekani, Vibro-Klinge. Was ist hier? Ein Duellierschild, Ionlader. Interessant. Und Präzisionshandschuhe. Mhm. Credits, Teile, Raumhafen, Visum des Kopfgeldjägers. Oh. Oh. Sehr gut. Ich werde allerdings noch ein bisschen warten. Seid ihr ein Reiter? Noch mehr Konkurrenz. Ist das letzte, also ich werde mit dem Visum, was ich jetzt habe, ich weiß, ich kann zu dem einen Hacker gehen. Ach nee, professioneller Systemanalytiker, es tut mir leid. Der kann das ja umschreiben, das werden sie dann auch tun, aber ich brauche zwei mindestens. Theoretisch sogar drei, vielleicht, ja, oder vier. General, wir haben sie gefunden. Haben wir das, Tobin? Oder ist das nur das Vorspiel zu einem weiteren Fehlschlag? Bedenkt die Gesamtsituation, Tobin. Warum würde ein Jedi all das riskieren, nur um nach Itzitz zu kommen? Die Crew der Ebonhawk ist schwer zu fassen, General. Wir haben euch gewarnt, aber ihr unterschätzt sie immer noch. Aber die Narren sind hier, in Itzitz. So viel ist sicher. Ich werde ein paar verlässliche Männer auf sie ansetzen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wartet noch mit dem Befehl. Lasst sie stattdessen beobachten. Vielleicht haben wir gerade eine Lösung für ein anderes Problem gefunden. Welche Spiele werden hier nur gespielt? So, was wollte ich sagen? Genau, ich brauche noch mehr Visa. Denn das wäre ganz toll. Wenn ich nämlich noch drei finde, würde das bedeuten, ich kann alle verticken, die ich habe. Und ich kriege auch den geilen Kristall.
Mal gucken, will sie jetzt mit mir reden? Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Können wir uns später unterhalten? Na klar, Miranda. Ich werde nicht länger schweigen. Die Republik hat uns den Krieg erklärt. Ohne Grund greift sie unsere Raumschiffe an. Was kommt als nächstes? Er redet ja immer noch. Eine Invasion? Oder schon wieder? Und ihr wollt einfach zusehen? Ihr wollt ihnen erlauben, unsere Stadt zu bombardieren? Nein! Wenn sich Königin Talia so weit vom Volk entfernt hat, dass sie seine Stimme nicht mehr hört, dann müssen wir eben lauter rufen. Dann hilft nur Gewalt. Okay, das war's, Ponla. Wir müssen dich verhaften. Jetzt bist du zu weit gegangen. Brüder und Schwestern, erheben wir uns und marschieren wir zum Palast. Wir setzen unseren Willen durch. Ihr werdet leise gehen. Tut das nicht, Ponla. Das hilft euch nicht. Dabei sterben nur Unschuldige. Wir müssen... Okay, es interessiert ihn nicht. Ruf Verstärkung, Soldat. Hier werdet sie... Geht leise. Das werde ich nicht. Ich kämpfe für eine gerechte Sache. Okay. Die Königin muss sich unserem Willen beugen. Sagt allen, sie sollen jetzt aufhören. Mein Kopf! Hört auf, alle miteinander! Ich werde in Frieden gehen! Ich weiß zwar nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich danke euch, Außenweltler. Das war knapp. Hui! Ach so, als... okay. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ja. Leute, so, jetzt haben wir auf jeden Fall das schon mal hier geschlichtet. Mit ein bisschen Tricksen. Aber geschlichtet ist geschlichtet. Ich guck mal kurz, was er zu verkaufen hat. Vielleicht hat er auch... Ja, da bin ich wieder. Zeig mal deine Waren. Was hast du denn so alles? Hast du schöne Sachen für mich? Du hast doch bestimmt tolle Sachen. Achso, das sind meine... Nee, das sind seine Sachen. Saison Shah. Adeptenrobe. Würde ich ja kaufen. Kaufe ich auch, wie es scheint. Dann kaufe ich dir, ist ja kein Problem. Kristallfono, auch nicht schlecht. 16.000 Credits, ey. Kann mir kaufen, was immer ich will. Ja, aber der Rest ist uninteressant. Aber ein bisschen habe ich gekauft. Genau. Richtig. Zack, wir gucken mal. Blablabla. Das kann ich nicht tragen, oder was? Nee. Da. Geschicklichkeitsbonus plus 4, Rettungswürfe, Tapferkeit plus 1, behindert den Einsatz der Macht nicht. Sehr cool. Und sieht ein bisschen sieht halt bläulicher aus, aber mal was anderes. Wir laufen ja schon eine ganze Weile mit unserem Scheiß da rum. Hier ist Captain Regan. Ihr seid wieder da? Ja. Dann habt ihr sicher ein Raumhafenvisum. Ich an eurer Stelle würde gehen, bevor zu viele Bestienkäfige die Straßen blockieren. Haltet ihr einen Mann namens Dagan Gant gefangen? Ja, er und einige andere Leute wurden unter Mordverdacht festgenommen. Wer wurde ermordet? Captain Sulio. Sie war für den Raumhafenkontrollpunkt verantwortlich. Eine gute Soldatin. Euer Freund hat sie als einer der letzten lebend gesehen. Bisher ist er nur ein Verdächtiger. Aber wenn er es war, wird er hingerichtet. Dagan Gant ist der Einzige mit den nötigen Kontakten, uns zu helfen. Wir müssen ihn befreien. Wie lange wird Dagan Gant... Dagan noch verhört. Bis wir ihn entlasten oder den wahren Mörder finden. Dagan hat schon Erfahrung mit den Behörden. Der Colonel traut jemandem wie ihm auch einen Mord zu. Kann ich ihn sehen? Keine Chance. Wir haben Befehl, niemanden zu den Verdächtigen zu lassen. Das wird hier sehr ernst genommen. Wie kann ich ihn als Verdächtigen entlasten? Ich kenne Dagan persönlich. Er ist einer von der übelsten Sorte. Aber ich denke nicht, dass er jemanden töten würde. Er war einer der letzten, die mit Captain Sulio in der Kantina saßen. Hört euch nur um. Ich habe gehört, dass er ein gutes Motiv hatte. Wenn ihr irgendwie beweisen könnt, dass er es nicht war, wird er freigelassen. Wenn ich mehr sage, kriege ich Ärger. Okay. Was wollt ihr? Okay. Macht keinen. Okay,
Alibi des Doktors. Captain Rican sagt, dass Dagan Gent und einige andere Verdächtige des Mordes an einer Soldatin namens Sulio verdächtigt werden. Laut Rican hatte Dagan ein Motiv und wurde am Tatort gesehen. Wenn du seine Unschuld beweisen kannst, wird Dagan freigelassen. Gehe zuerst in die Kantine in der Nähe von Dagans Praxis und finde heraus, welches Motiv er hatte. Der Zugang zum Königspalast und zu dem gesuchten Jedi-Meister steht nicht jedem offen. Dagan Gent ist deine einzige Chance. Leider wurde er verhaftet. Er soll eine Soldatin ermordet haben. Okay. Viele Leute in Izzet suchen nach einem offenen Raumhafen-Visum, um die Stadt zu verlassen, bevor alles noch schlimmer wird. Wenn du ein Visum findest, musst du dir überlegen, wem du es geben willst. Tja, ich habe jetzt noch ein Visum. Die Frage ist, machen wir das für die gute Sache und schicken damit den einzigen Entlastungszeugen für Dagan Gent von diesem Planeten? Oder geben wir das der anderen Ollen, die uns dafür einen wertvollen Kristall geben möchte? Das ist echt eine gute Frage, ne? Bin mir da noch nicht so sicher. Ganz viele Bürger, bla bla. Gibt es hier noch irgendwas? Schrottsammler. Ist eigentlich egal. So, hier ist auch ein Schrottsammler. Gibt es hier irgendwas, was mir hilft vielleicht? Irgendetwas? Kann ich mir die Leiche hier angucken? Nee, kann ich nicht. Schade. Hier ist auch nichts, ne? Hier ist einfach nichts. Habe ich schon geplündert. Tasche auch. Ich könnte jetzt das Ding in der Laborstation benutzen. Gut, gehen wir nochmal in die Kantine. Da war ich zwar eigentlich schon. Aber da müssen wir nochmal mit allen reden. Bringt gar nichts, sage ich mal. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wer der wahre Mörder sein könnte. Irgendjemand wird auch bestimmt was gesehen haben. Es muss so sein. Reden wir nochmal mit allen. Habt ihr versucht, den Soldaten eure Situation zu erklären? Hier scheinen viele Leute ein Visum zu brauchen. Wisst ihr, was hier los ist? Ich hab nur meines und das brauche ich selbst. Ja gut, das weiß ich noch. Ich muss irgendwie was herausfinden. Jemand sagte, dass ich euch aufrufen soll, wenn ich ein Raumhafenvisum übrig habe. Was? Ihr habt also ein persönliches Visum und braucht ein offenes. Das ist ein kniffliges Problem, das ich nach vielen Fehlversuchen gelöst habe. Kostet mir am Arsch. Brauch ich ja gar nicht. So, Mord. Wisst ihr, warum Dagan Gent Sulio getötet haben könnte? Wie habt ihr Dagan kennengelernt? Okay, also er hatte schon mal Avancen gemacht. Das ist ja schon mal interessant. Was hat er doch gleich bestellt? Ist ja egal. So. Habt ihr schon ein Visum? Ich zahle gut. Damit kann ich euch nicht...
Deswegen haben sie euch verhört. Achso. Ja, das hatten wir schon. Ist ja eigentlich auch Quatsch, mit jedem nochmal zu reden, aber vielleicht sagen die mir nochmal irgendwas anderes. Ich sehe jetzt auch schicker aus, vielleicht kommt das gut rüber. Schön, euch wiederzusehen. Nein, noch nicht. Was wollt ihr? Ein Bekannter, der in Gent wurde. Gut, das haben, kennen wir schon alles. Wir haben. Falls mir gefällt die Vorstellung nicht. Okay. Mord. Okay, er war hier. Aber irgendwie ist es egal, wie scheint, okay. Halte die Schnauze. Okay, ich habe noch einen Raum gesehen, aber es ist nicht offen. Kennt ihr jemanden, der anfangen kann? Hier drin sitzen ja ziemlich viele üble, zwielichtige Gestalten. Sehen sie aus wie Gauner? Kann ich euch irgendwie helfen? Interessiert eigentlich, was hat sich denn jetzt gemacht? Jemand sagte, dass Sulio Dagon in der Nacht, in der sie ermordet wurde, sehr gedemütigt hatte. Das ist ein gutes Motiv. Diese Information wird uns helfen, Degen zu entlasten. Aber die Militärs werden ihn nicht so einfach ziehen lassen. Die sind ziemlich stur. Vielleicht weiß hier jemand mehr darüber, was in... Was geschah in der Mordnacht? Okay, Gamora-Typen halt. Kampf am Arsch. Ich muss hier jemanden befreien. Lass mich hier alle durch jetzt. Okay, er hat nichts zu sagen über den Mord. Das ist natürlich ärgerlich. Springen wir mit ihm hier. Willkommen zurück. Ja. Eine schreckliche Geschichte. Was ist in der Mordnacht passiert? Ich war nach einem besonders lukrativen Pasak-Spiel gerade beim Aufräumen, als ich draußen ein lautes Geräusch hörte. Also habe ich mir meinen Blaster geschnappt und bin zur Tür. Draußen habe ich dann Captain Sulio gesehen. Sie war tot. Überall Blut. Ich hörte ein Geräusch und sah, wie Dagon Gent aus seiner Praxis auf der anderen Seite des Platzes gelaufen kam. Anschließend haben wir beide auf die Soldaten gewartet. Am nächsten Tag wurden Dagon und ein paar andere Leute aus der Gegend verhaftet. Aber Dagon war's nicht. Wir waren mit Sulio befreundet. Wo habt ihr die Leiche gefunden? Gleich vor der Tür bei dem Müllhaufen. Vielleicht sollten wir einen Blick auf den Tatort werfen. Wir haben in den Kriegen gegen viele Soldaten gekämpft. Die Andronianer haben mutig gekämpft, aber sie waren desorganisiert und dumm. Es würde mich nicht wundern, wenn sie etwas übersehen hätten. Ob ich ihn kenne? Er ist ver... Gut, das hatten wir schon. Alles klar. Okay, verdichtet sich ja so langsam, dass er es nicht gewesen sein kann, denn er war anscheinend auch überhaupt gar nicht in der Nähe. Haben wir jetzt verifiziert, würde ich sagen, dieses Gerücht, was es zunächst war, denn immer mehr Leute bestätigen das. Bin ich ja mal gespannt, dann werden wir mal hier untersuchen, weil da ist das Blut, haben wir ja direkt schon gesehen.
Du suchst im Müll nach Hinweisen auf Captain Sulius' Mörder, aber du findest nur getrocknetes Blut an der Stelle, an der sie getötet wurde. Vielleicht solltest du woanders suchen. Destroyed. Das war wohl einmal ein Kellner-Druide. Er hat sogar noch ein Tablett in der Hand. Dummerweise fehlt der Kopf. Von einem Druiden war nie die Rede. Dieser Druide wurde erst kürzlich zerstört. Vielleicht wissen die Gäste der Kantine etwas. Okay. Dann geht's zurück in die Kantine. Wir sind immer nur am Minotaur-Rennen. So ist das, wenn man in Ermittlungen ist. Man muss die Clues, die man findet, die Hinweise halt zusammensetzen. Da muss man halt auch immer wieder zurück, hin und her und fragen und was weiß ich nicht noch alles. Halt die Backen, halt die Backen. Okay, er war nicht hier, alles klar. Das heißt, wir reden jetzt mal mit den ganzen Leuten. Mit Nico zum Beispiel. Willkommen zurück. Naja. Eine schreckliche... So. Ich fand am Tatort einen defekten Kellner-Druiden. Das war vermutlich Bahimas S0D2. Nein, S0D3. Oder doch 2. Ach, einer von beiden. Er verliert sie ständig. Als ich dort ankam, hat er noch geraucht. Was ist damit passiert? Wer weiß. Manchmal schießen die Slum-Bewohner nur zum Spaß auf seine Kellner-Druiden. Dieses Viertel wird immer gefährlicher, fürchte ich. Als Dagen und ich auf die Soldaten gewartet haben, mussten wir mehrere Plünderer verjagen, die S0D3 zerlegen wollten. Wisst ihr noch, wer den Druiden geplündert hat? Nein, leider liefen gleich ziemlich viele Leute zusammen. Wir haben versucht, Sulio zu helfen. Aber da war nichts mehr zu machen. Sie war tot. Okay, dann reden wir nochmal mit ihm. Der Mord, mein Freund. Ich fand am Tatort einen defekten Kellner-Druiden. Na, wer weiß, kann doch passieren. Was ist denn mit eurem Kellner-Druiden? Warum habt ihr das nicht früher erwähnt? Verdammt. Ja gut, aber mit ihm habe ich ja nun schon gesprochen, ne? Wer war denn das noch? Ich glaube, er da. Willkommen zu... Mal kurz mit ihm sprechen. Das war vermutlich... Also, was ist passiert? Nein. Gut. Ich glaube, er wusste noch ein bisschen was. Schön euch wieder. Was wollt... Der Ge- ganz... Ich fürchte... Ich... Wir... Schön euch... Ach, geh weg. Okay, jetzt müsste ich ja eigentlich die ganzen komischen Typen hier befragen. Also die anderen Typen befragen, ne? Du! Da wancha Morichiwa. Keiner drüben hier, weiß Bescheid. Da Hupa, Bossa Kurata, Go, Juju Toyoki, Kiata Yamba Wajiaki, Hunta Chiwita. Hat der Druide vielleicht etwas gesehen? Kommen wir an die Information. Nein, er war nicht da. Okay, ich würde fast vermuten, den Kopf... Jetzt laufe ich ja einmal im Kreis, toll. Ich würde fast vermuten, den Kopf finde ich bei... irgendeiner von diesen Gaunerbanden hier. Wir müssen nur hartnäckig genug fragen. Werden wir in der nächsten Folge auch tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und bis zur nächsten Folge. Haut rein.